Wir haben ja deswegen angefangen, mit dem Rad in die Arbeit zu fahren, damit wir eigentlich die U-Bahn entlasten, damit die Leute mit der U-Bahn fahren können, die die U-Bahn wirklich brauchen, und wir hätten eh auch eine andere Möglichkeit, mit der wir in die Arbeit kommen. Und die erste Woche habe ich es so gehasst. Es war Gegenwind, es war anstrengend. Ich habe lang gebraucht, wie ich in der Arbeit war, war ich total erledigt. Und überraschenderweise ist nach einer Woche wirklich besser geworden und man ist von Tag zu Tag schneller geworden und von Tag zu Tag weniger müde gewesen, wie man in der Arbeit angekommen ist. Und das war schon cool. Hallo, ich bin der Martin. Das ist die erste Etappe am täglichen Arbeitsweg mit dem Rad. Durch den Naschmarkt gibt Schlimmeres. Ich bin die Andrea. Ich habe das Glück, dass ich jeden Morgen mit dem Martin gemeinsam in Richtung Arbeit fahren kann. Und ja, das ist unser erster Stopp. Und der ist nicht nur in der Früh schön, sondern vor allem auch, wenn man von der Arbeit dann wieder nach Hause fährt und vielleicht nochmal auf ein Getränk stehen bleiben kann. Und wenn so schön die Sonne untergeht, dann im Sommer. Wenn die Sonne untergeht, stimmt. Wenn wir uns im ersten Lockdown dazu entschieden haben, dass wir vermehrt mit dem Radl in die Arbeit fahren wollen, dann muss man berücksichtigen, dass so ein Radl auch hier und da auch Service braucht. Und zum Glück gibt es manchmal sehr keine Luftaufpumpstationen von der Stadt Wien, wo man sein Radl ein bisschen servicieren und pflegen kann. An der Stelle trennen sich dann jeden Tag in der Früh unsere Wege. Und es ist meistens eigentlich ganz schön, wenn man in der Früh da ist, weil da ist dieser ganze Platz immer noch ganz leer. Und ja, wir haben eigentlich da einen sehr schönen Arbeitsweg.